wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Sekunde, die Schienen sind an. Sekunde, Test. Ja, die sind an. Bisschen schwer zu erkennen hier mit dem Texturenpack. Ich fahre mal schnell rüber, hole meine Kürbisse und mache da ein paar Lampen draus. Durch die Mitte. Ach, das wird ganz Schere raus. Nee, Quatsch. Feuerzeug raus. So, reinsetzen. Anschubsen. Na los, anschubsen und reinsetzen. So, und jetzt sollte es losgehen. Ja, wie gesagt, Kürbislaternen, damit wir auch unter Wasser etwas sehen können. Logischerweise. Ansonsten macht das ja gar keinen Sinn. Und ich denke mal so, die Strecke sollte bis hier so unter Wasser sein. Das heißt, hier so in der Mitte, so wo die Stelle so am tiefsten ist, dass das also unter Wasser ist. Und ach ja, wie lang ist es her, dass wir das letzte Mal bei unserem Anfangshäuschen waren? Das ist schon echt eine Zeit lang her. Und aussteigen, jawohl, passt alles perfekt. Ich hoffe mal, diesmal ist die Soundqualität in Ordnung. Ich habe eben gerade einen Test gemacht. Ich habe es getestet auf Teufel komm raus, dass es auch ja in Ordnung ist mit der Soundlautstärke und vor allem der Musiklautstärke im Verhältnis. Ich hoffe, es passt. So. Dann die alte Hütte, die alte Schradelkiste. Da, so solche Teile brauchen wir jetzt. Solche Kürbislaternchen mit roten Bäckchen und Kürbis in Sekunde. Habe ich die hier oder habe ich den drüber genommen? Ah, ich habe es hier. Ein Glück. Ein Glück. So, dann habe ich noch ein Zeug drin. Schleimbälle. Schneebälle. Die sehen ein bisschen komisch aus in dem Texturenpack. Diamanten haben wir auch noch. Da, sehr gut. Und hier, oh, Steaks haben wir noch. Da könnten wir uns mal die Leben... Ne, die brauchen wir gar nicht auffüllen. Wir sind ja voll. Vielleicht eine neue Rüstung mit Eisen machen, aber das können wir noch später tun. Dann, ach ja, nur mal so schauen, was wir alles noch drin haben. Hier noch die Öfen. War noch was drin? Ne, gut. Genau, Kürbislaternen erstellen. Kürbislaternen. Ich glaube, Pumpkins und eine Fackel drüber, drei oder so, irgendwie so. Sekunde. So, genau. Eine Jackie O-Lantern, eine Kürbislaterne und ich nehme mal so 5 Stück. Ich nehme mal 8 Stück mit, weil mir die Zahl gerade so gefällt. Und die schleife ich dann mal mit rüber. Und Sekunde, das kann ich hier wieder reintun. Die brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja, jetzt. Ja, ich hätte auch Glowstones nehmen können. Allerdings habe ich jetzt nicht daran gedacht. Das ist mir eben gerade erst eingefallen, weil ich irgendwie gerade an Kürbislaternen gedacht hatte. Jetzt sind es halt Kürbislaternen. Was soll's? Und ja, dann fahre ich mal kurz wieder rüber und Sekunde, da kann man irgendwie auch einen Stack noch erkennen von hier, wenn man da ganz genau hinschaut. Ich glaube, ich bin da mal ins Wasser gefallen. Irgendwann habe ich auch nochmal hochgestackt. Oh, Sekunde, Sekunde. Und ja, jetzt geht's. Das Minecart werde ich zerhacken oder zerhauen, wenn ich mich an der richtigen Stelle befinde. So, fahr. Ja, genau, wegen der Musik nochmal eine ganz kurze Frage. Einige fanden die Musik, dass es nicht so zu Minecraft passt. Das, ja, kann natürlich sein. Ich finde es allerdings vielleicht ein bisschen besser als komplett ohne Musik und dachte mir, ich lasse es einfach mal für die nächsten paar Folgen drauf und schau mal, wie sich das entwickelt, ob es so gut ist oder ob es eher so schlecht ist. Das wird sich nach ein paar Folgen zeigen. Fürs Erste wollte ich es erstmal so lassen. Ich weiß gar nicht, welche Folgen mir jetzt schon wieder sind. Es müsste nach 119 jetzt schon sein. Ich weiß nicht, ob das Zeit schon überschritten wurde. Was soll's? Hier mal ganz gut nach unten und bringen wir so eine Laterne an. Ah, jetzt sieht man auch schon wieder was. Oder mal endlich mal wieder was. Oder jetzt sieht man überhaupt mal was. Sekunde, Erde rausholen. Und ich baue mir jetzt ganz kurz einen kleinen Unterschlupf, wo ich immer Luft holen kann. So. So. Sekunde. Da. Und da. Jetzt muss ich auftauchen. Ja, keine Lust, gerade mal wieder ein bisschen Schaden einzustecken. Und hier könnte man theoretisch auch nachts weiterbauen, da eh keine Mobs im Wasser spawnen. Beziehungsweise keine Mobs, die mir gefährlich werden könnten. So, und mal ganz kurz gucken. Kann man hier aufladen, seine Leben? Kurzer Test. Und wegbauen. Ja, geht. Wusste ich's doch. Jetzt bin ich gerade nach oben geschwommen und unter dem Block war ein kleines Stückchen Luft. Hier sieht es aus, als wenn hier gar kein Wasser wäre. Jetzt wieder Wasser, jetzt kein Wasser. Wasser, kein Wasser. Ich fürchte, das ist noch ein kleiner Bug. Ich wollte mir einfach hier so einen Unterschlupf erstellen zum Luftholen. Theoretisch hätte man einfach eine Tür auf den Boden setzen können und schon wäre alles auch perfekt gewesen. Leider habe ich jetzt keine Tür mitgenommen, die ich mir eigentlich hätte machen können, als ich da hinten war. Allerdings war ich viel zu doof und jetzt ist es gerade dunkel, was man sehen kann. Hab da nicht dran gedacht. Ach, was soll's. Ich gehe erstmal zurück, hole mir schnell eine Tür und gehe auch noch eine Runde pennen. Davor, eine Sache möchte ich allerdings noch machen. Nämlich diesen einen Stack hier vorne entfernen. Der habe ich wahrscheinlich, den habe ich ja mal hingesetzt, als ich, glaube ich, mal reingefallen bin oder so. Kann das sein? Ja. Müsste eigentlich gewesen sein. So. Entfernen. Naja, unter Wasser baut sich halt ein bisschen schwer. Vor allem, wenn wir jetzt gerade hier versuchen, Cobblestone abzubauen mit einer Schaufel. So, abbauen. Okay, das war's.
auftauchen und langsam Leine ziehen. Oder was heißt langsam, eher ein bisschen schneller. Ah, hier kann man schon noch die Laternen sehen unter Wasser. Das ist gut, dass ich mir die jetzt noch geholt hatte. So. Und schwimmen, schwimmen. Hier vorne können wir jetzt oben drauf und weiter fahren sogar. Und Sprung, und Sprung. Und Lauf. Fahr, nee, eher fahr, nicht Lauf. Fahr, fahr, fahr. Jo. Also ich finde es ehrlich gesagt jetzt gerade ein bisschen besser mit der Musik so im Hintergrund. Ein bisschen besser finde ich es. Und ab in den Tunnel und ab zurück und ja, die Leben vielleicht ein bisschen aufladen. Es kann sein, dass wir öfters mal eine abkriegen, wenn wir jetzt unter Wasser sind, dass ich da nicht immer dran denke. Und deshalb wäre es vielleicht sinnvoller, da doch irgendwie so ein bisschen hier Food einzustecken. Ach so, ja, Brot kann ich ja machen. Brot. Ja, Brot kann man machen. Ich weiß gerade gar nicht mehr das Rezept. Sekunde, ganz kurz testen. 1, 2, 1, 2, 3. Ja, geht doch. Gut, ich mache mal so, 4 Stück. Dann sammle ich auch gleich mal ein. Und 1, nein, so. Genau. Nanü, was sind das? Ach so, die Iron Leggings ist weg, ein Helm auch. Sah gerade ein bisschen lustig so aus. Jetzt hier. Mute, ich gehe mal ganz kurz ins Bettchen pennen und ich denke an die Tür. Ich denke an die Tür. Keine Sorge, die vergesse ich jetzt nicht. Ja. Bei den Fackeln sieht auch gerade so aus, als wäre da ein Bug gewesen. Kann das sein? So, ja. Ja, jetzt ist er weg. Das sah irgendwie so flach aus oben drauf. Sekunde, nee. Nee. Die Tür brauche ich. Ich hab ich Holz dabei. Holz. Einmal Holz. Ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Okay, nach unten, nach unten, nach unten. Wood. Und oh je, ich habe schon wieder kein Holz mehr. Ich muss schon wieder Bäume fällen. Ach ja, Holzfäller. Na klar. Mal wieder. So, irgendwie ist das standardmäßig. Dauernd muss man Holz fällen. Dauernd. Das Holz ist immer so schnell weg. Ich weiß nicht warum. So, und dann, das war die Holzbrücke. Türen habe ich ansonsten so keine mehr gehabt. Nee. Deshalb ganz kurz eine Türe machen. So. Und da kann ich auch theoretisch wieder dann die eine komische Konstruktion entfernen, die ich da gebaut hat eben gerade. Nämlich diese komische, diesen komischen Unterstand aus Erde. Den werde ich auch gleich wieder mal entfernen. Habe ich eine zweite Schaufel dabei? Schaufel, Schaufel, Schaufel. Na, ja, doch, habe ich eine. Gut. Glück gehabt. Und die Eisenspitzhacke ist auch schon gleich wieder weg. Ich meine Eisen-Diamantspitzhacke. Aus Sicherheit. Aus Sicherheitsgründen. Ich hole mir noch eine Spitzhacke. Das hat nämlich keinen Sinn, wenn ich dann doch wieder zurücklatschen muss, weil ich wieder mal eine vergessen habe. Und in Sekunde habe ich noch Stickies. Nein, habe ich auch nicht. Okay, also noch geht's. Demnächst müssten wir allerdings wieder los und ein bisschen Holz fällern. Gehen und dann 1, 2, 3, 4, da. Zwei Spitzhacken und ich habe zu viele Cobblestones dabei, glaube ich. So viel brauche ich gar nicht. Kann weg. Soll ich in 60er Stacks schicken? Außerdem brauche ich Erde, dann Glas. Ich werde noch jede Menge Glas brauchen, wenn ich schon mal hier bin. Genau, ich kann noch Sand reintun, ein bisschen Glas zu produzieren. Und Sand muss ich auch wieder schippen gehen. Och, Mano. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich mache am besten gleich 2 8er Stacks. Sonst vergeige ich es oben wieder beim Einfüllen. So, hoch. Und die Ofen anschmeißen. So. Dann, jetzt können wir allerdings losgehen und... Ach, was gehe ich oben raus? Nochmal nach unten. Wer braucht das denn schon? Ja, vor die Tür kann ich vielleicht mal eine Druckplatte noch hinmachen, wo wir gerade mal dabei sind. Allerdings mache ich das jetzt nicht jetzt. Und wieder mal auf die Fresse gelegt. Wunderbar. Und ich schaue gerade bedrohlich auf die Framerate oben links, weil die will mal wieder runtergehen. So bei 20 ist sie gerade. Ich will 30 haben. Ich habe 30 eingestellt. Ich will 30 haben. Boah, das kriege ich ja nicht. 24, 22, 24, 24, 22. Ja, kann sich nicht entscheiden. So, hier unten ist meine Kürbisstelle. So, da kann ich hier jetzt wieder runtergehen. Und ich setze mal die kurze Tür hier hin und baue endlich mal wieder diesen Schund hier ab, den ich hier gebastelt hatte. Und da eine Tür entstellen. So, und jetzt kann ich immer hier runtergehen. Ha, und bin perfekt geschützt. Also so eine Art Luftschleuse. Und hier vorne, das kann ich jetzt entfernen. Hier brauche ich keiner. Weg, weg, weg. Weg, weg. Obwohl, Sekunde, ein bisschen was davon könnten wir dann stehen lassen. Allerdings, nee, doch nicht. Ja, ich werde jetzt erstmal diese kleine braune Wurst hier in die Gegend reinziehen. Die hier, nee, die obersten lasse ich, dass sie rauskommen. So, oh, schwimmen und gleichzeitig schaufeln. Das ist nicht gerade sehr einfach. So, den obersten lasse ich hier im Wasser schweben. Und jetzt kommt gleich erstmal die Wurst, die ich da reinzeichne. Die Wurst. Und ich überlege gerade, wo die hinkommt. Ich muss kurz gucken. Da.
Spiel, dass wir dann so die Schiene oder die, der Block, wo die Schiene verläuft. Und hier kommt erstmal die Wurst. Die Wurst. So. Ne, jetzt muss ich daneben. So. Genau, die muss drei. Nee, Quatsch, die muss mehr breit sein. Wie viel mache ich denn das? Insgesamt 5 Felder breit. So. Und wie hoch? Gut überlegen. Ich sag mal, 2 Felder hoch insgesamt. Also 3 Felder hoch muss es sein. 5 Felder breit und 3 Felder hoch, weil ich muss das innen drin noch aushöhlen. Muss man ja noch mitberechnen. Oh, Sekunde, das war eins zu weit oben. Das kommt auch mal weg. Ja, unter Wasser ist ein bisschen schwer zu bauen. Wir benutzen das jetzt so, wir versuchen praktisch mit den Blöcken einfach das Wasser zu verdrängen. Ähnlich wie wir da vorhin schon mal den Tunnel gebaut haben. Und hier, das kann ich auch direkt. So, jetzt ist Licht aus. Keine Sorge, das mache ich wieder neu. Nämlich folgendermaßen. Das jetzt mal dahin. Und oh, hier ist schon wieder ein Tintenfisch. Sekunde. Bin ich auf die richtig? So. Und beim mittleren. Jawohl, das stimmt schon. Die Tür ist an diesem Weg, die müssen wir nochmal umsetzen, denn hier wird jetzt gleich die Wurst entlang gezogen, so in Anführungszeichen. Jetzt sehe ich wieder gerade nichts. Das ist schlimm hier. So. Jetzt. Nee, irgendwie sehe ich hier nichts, aus welchem Grund rum, weil ich kann dies noch so nah machen. Jetzt sehe ich wieder was. Wo? Und einfach nur jetzt einfach ausfüllen. Das kann ein Weilchen dauern. Das ist vielleicht nicht so spannend gerade. Und hier, den kann ich auch wieder entfernen jetzt. Hat keinen Sinn. Los, entfernen. Abbauen. Unter Wasser dauert es halt ein bisschen. Und die Tür kann ich auch wieder etwas entfernen. Die muss nämlich etwas weiter zur Seite. Wenn ich mich jetzt die Wurst hier lang ziehe, dann ja, ist die Tür im Weg. So, Sekunde. Da kommt die Tür. Aufmachen und als Unterstand. Dann, ich hole noch ein bisschen Erde raus, dass mir das jetzt nicht so ganz leicht ausgeht. Und da. Erinnert mich irgendwie ans Atlantis-Baum mal wieder. Da habe ich auch tonnenweise das Ganze mit Erde ausgehoben, ohne alles Mögliche. So. Und, oh, jetzt Luft geht aus. Luft holen und... Autsch. Ja, das ist halt immer ein bisschen knapp. Das gestaltet sich etwas schwierig, aber das kriegen wir schon hin. Sollte eigentlich kein Problem sein. So, und wenn ich dann nämlich einigermaßen ein bisschen eingeübt habe hier, dass ich das ein bisschen hinkriege, ohne jetzt gleich jedes Mal zu ertrinken, dann kann ich auch schon anfangen, wieder das ein neues Thema anzusprechen, was mir aufgeschrieben hatte. Oder was vorgeschlagen wurde von jemandem mal wieder. Zum Thema FSK 16, FSK 18 bei Computerspielen, was ich dazu sagen könnte. Das sehen wir dann gleich. Ich übe noch ein kleines bisschen, dass ich das hier einwandfrei hinkriege. Und das liegt schon wieder weg. Die Tür steht, glaube ich, doch ein bisschen zu weit weg. Autsch. So geht das schon mal nicht. Brot holen, Pfeile brauche ich hier unten gar nicht. Bogen kann ich mir jetzt gerade mal ersparen. Den kann ich mal raustun. Und hier tue ich mal... Das ist jetzt die Frage. Hier tue ich mal... Brot kann man es auch nicht mehr machen. Stimmt ja, brauchen wir eine Crafting-Box. Ich könnte natürlich eine Crafting-Box hier hinsetzen, aber was soll's. Ne, lasse ich erstmal. Ich hole jetzt mal ein bisschen Erde hier weiter raus und mache das Ganze mal mit Erde. So, jetzt geht's. Ich habe gerade die Shift-Taste nicht gefunden mit meinem kleinen Finger. So, da. Schon die Tür wollte ich umlegen. Ah, was soll's. Ich könnte jetzt erst schon mal anfangen, den Tunnel ein Stückchen auszuhöhlen und... Ah, knapp.